Eine Klasse, zwei Builds. Das zeige ich euch in diesem Video und zwar in Bezug auf den Paladin. Einmal den koop einmal den Solo-Build, den ich benutze, um halt im Chaos Dungeons zu spielen. Denn äh, mit dem koop will ich dann mich nicht durchquälen. Das würde Ewigkeiten dauern. Aber mit dem Solo-Build geht das so easy. Schaut in die Zeitstempel rein, damit ihr halt zu den Punkten im Video springen könnt, die euch halt interessieren. Äh, je nachdem, ob ihr den koop eher äh, nachbauen oder halt euch anschauen wollt oder halt den Solo-Build. Vorweg. Ich habe gar keine Probleme. Also, egal welchen Content, sei es jetzt der Playthrough mit dem Paladin, sei es dann Tier 1, Tier 2, Tier 3 mit dem Paladin in Bezug auf Chaos, Dungeons oder sowas, Solo hat alles ohne Probleme funktioniert, ohne mich irgendwo durchzusterben oder so. Von daher, der Bild funktioniert sehr, sehr gut. Der koop bild sowieso, denn es ist eine Koop-Klasse. Wenn ihr keinen Bock habt, Koop zu spielen, dann spielt auch kein Paladin, denn im Endgame werdet ihr als richtspruch palas sage ich mal, also dd palas nirgendwo mitgenommen, weil der DPS einfach viel zu schlecht ist, was das angeht. Ihr seid als Supporter in den Gruppen, von daher spielt den Paladin auch dementsprechend und das wird auch der erste Bild sein, mit dem wir gleich anfangen. Der Supporter-Bild, weil das der wichtigste ist für den Paladin. Mir persönlich macht die Klasse sehr viel Spaß. Vorweg einfach nur eine, vielleicht ein kleiner Hinweis, was in Bezug auf Skills. Wenn ihr den Playthrough habt, also wenn ihr mit dem Paladin durchzockt das Game, dann schnappt euch am Anfang direkt den Wirbelschlag oder Blitzstoß, denn das sind sehr gute Wave-Clearer, denn beide bringen einmal hier Gesetz des Dschungels mit sich. Hier einmal im Tier 2, so gesehen, Gesetz des Dschungels und hier ebenfalls. Und dann, äh, ja, holt euch einfach die Perks, die ihr am geilsten findet. Also ich fand Gesetz des Dschungels, fand ich gut, Kettenangriff und Blitzverstärkung, denn ich habe mit Blitzstoß das Game so gesehen durchgespielt bis zu einem gewissen Grad. Also Level 30 ungefähr, bis man dann irgendwann Justizvollstreckung bekommen hat. In Kombination mit Schwert des äh, Vollstreckers und auch Heiliges Schwert, wie die gebaut werden. Zeige ich euch ja gleich in meinem DD-Bild. Aber das war so mein Playthrough-Bild. Ne? Also da kommt man sehr easy durch mit dem Paladin. Holt euch am Anfang einfach Wirbelschlag oder Blitzstoß. Ganz, ganz einfach. Fangen wir mit den Stats an und mit den Gravuren. Wenn ihr dann auf Level 50 seid, geht ihr maximal, was Koop angeht. Und äh, hier auch nur ein Hinweis: guckt mal in mein Inventar. Ich habe hier ein eigenes Set für meinen DD, wo es um Crit geht. Und ich habe ein komplett eigenes Accessoire-Set. Hier geht es nur um Accessoires. Da sind fünf Slots. Sechs, wenn ihr den Fähigkeitenstein noch mitnehmt. Super easy, ja. Also, die sechs Slots hat eigentlich jeder Paladin irgendwie im Inventar. Nutzt diese damit ihr einmal ein Accessoire- und Fähigkeiten-Stein-Set für den Healer habt und einmal ein Accessoire- und Fähigkeitenset für den DD habt. Ihr macht euch dadurch das Leben einfach nur leichter. Wirklich, glaubt mir. Flinkheit im Koop-Bild auf Max. Der Rest aus Spezialisierung, das holt ihr euch ja alles über die Halskette. Also, das wollt ihr unbedingt haben, damit die Cooldowns reduced werden, damit ihr schneller angreift und so weiter. Ihr kennt, ihr wisst, wofür Flinkheit ist. Haltet einfach die Maus drüber. Bei den Klassengravuren nehmt ihr unbedingt Aura der Segnung. Zumindest natürlich mindestens auf 5a äh, dann. Im Idealfall natürlich dann später auf Max. Richtspruch brauchen wir dann gleich nur für den Solo-Bild. Also. Das erstmal die wichtigste. Lass uns hier mal einen Blick auf die Gravuren werfen. Es ist noch nicht das Optimum, es ist noch nicht so, wie ich es ganz gerne hätte. Es ist, ich bin auf dem Weg dahin. Das möchte ich dann auf, wenn ich Geoscore 1370 habe, perfektionieren. In einer idealen Welt hätte ich auch eine Segnung auf 15, Erweckung auf 15 und Experte auf mindestens 5. Das wären so die drei wichtigsten aus meiner Sicht, die man haben sollte, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt erstmal fertig. Ansonsten in der Zwischenzeit. Etwas wie Geissabsorption ist super genial, was Angriffs- und äh, Movement-Speed angeht. Spiele ich sehr, sehr gerne. Experte könnt ihr es, Sie also sind eher günstige Gravuren, die beiden, ne, im Vergleich zu auch der Segnung und der Weckung. Von daher kann man, sind das sehr gute Alternativen, ja, für euren Koop-Bild, während ihr in Tier 1, in Tier 2 seid, dann halt ins Tier 3 so langsam reingeht und, äh, ne, bis zu einem wirklich bis zum Super-Late-Game, wo ich halt persönlich einfach noch nicht bin, mit meinem Gearscore von 13,55. Mit Bezug auf die, auf den Stats, ihr braucht mindestens zwei Begleiter, damit ihr einen Begleiter habt, der halt auf Flinkheit geht, und TP, und ein anderer Begleiter, zum Beispiel wie dieser hier, der auf Crit und TP geht dann. Grid brauchen wir dann halt für den Solo-Bild. Kommen wir zu den Fähigkeiten. Ihr seht, ich spiele hauptsächlich gelbe Fähigkeiten in meinem Support-Bild. Was äh, logisch ist, weil die halt äh, ja stärker supporten können. Ich habe hier Aufladen, spiele ich das mal an meinem Bewegungsskill und ich spiele sehr gerne Strahlen der Schutz. Wenn ihr die Punkte braucht, dann nehmt es weg, spielt es nur auf 4. Ansonsten, wenn ihr die Punkte habt, spielt es auf 7. Äh, mir ist es äh, aktuell wert, einfach damit ich mir selber nochmal ein Schild gebe und ich halt einfach länger am Leben bleiben kann. Gerade in sowas wie Wächter-Rates oder so. Dann spiele ich natürlich Heiliges Schwert. Heiliges Schwert ist natürlich sehr, sehr wichtig mit Bezug auf den Konter. Ansonsten könnt ihr damit halt auch ein bisschen was an Damage machen. Ihr könntet auch sagen, okay, um Punkte zu sparen, nehmt ihr das letzte Ding weg und äh, investiert die Punkte dann lieber in äh, Support Skills. Ja, auch das könnt ihr gerne machen. Nehmt unbedingt aber Lichtausstoß mindestens mit. Also die Fähigkeit sollte mindestens auf 7 sein, damit ihr Lichtausstoß habt, damit ihr auf Entfernung Gegner, die halt blau werden von vorne, also frontal angreifen und halt dann stunnen könnt, damit sie ihre Fähigkeiten nicht durchbekommen. Und das wird euch irgendwann wirklich. Von einem guten Paladin zu einem sehr guten Paladin machen, wenn ihr genau das halt hinbekommt. Denn das gehört so ein bisschen zu der, zu der Hauptaufgabe eines Paladins. Lichtschock spielen wir sehr, sehr wichtig wegen Vestigium des Lichts. Auch hier reicht erstmal nur auf Level 7, damit wir den Damage Debuff auf den Gegner geben können, damit dieser hier mehr Schaden von der ganzen Gruppe nimmt. Also sehr, sehr wichtig. Kommen wir zu Gottgesandtes Gesetz. Eins meiner wirklich meine absoluten Lieblingsskills. Ihr könnt damit euer Team schilden, euch selbst schilden. Das ist einfach nur ein erhöhter Radius. Und ihr könnt allen minus 70% Damage Reduction geben, während sie halt in dem Bereich von Gottgesandtes Gesetz stehen. Das ist absolut insane, diese, diese Fähigkeit, wie ihr hier seht. Dieser Radius, in der Zeit, wo die Fähigkeit aktiv ist, bekommen alle weniger Schaden. Also guckt, wo muss ich das hinkasten? Und castet es genau immer an die Stelle, wo halt gerade eure Teammates sind, damit ihr dort supporten könnt, damit ihr dafür sorgen könnt, dass diese weniger Schaden nehmen. Gottes Zorn finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. allein schon wegen dem Glauben, aber vor allem halt wegen dem Express Zorn, denn wir können damit einen Damage Buff an das ganze Team geben. Das ist einer von zwei, die wir über die Fähigkeiten geben können. Der dritte Damage Buff, also was wirklich Damage Erhöhung angeht, ist Heilige Aura, die ja durch unsere Gravur dann ja auch noch verstärkt wird, ne? also durch hier auch an der Segnung und auch an der Segnung habt ihr sicherlich schon durchgelesen, aber auch an der Segnung und kommen wir gleich zu Heiliger Schutz, sind die einzigen beiden Möglichkeiten, um zu heilen als Paladin. Dann habt ihr die Möglichkeit zu wählen zwischen Heiliges Land und Heiliger Explosion. Ich habe aktuell Heiliger Explosion mit dabei, äh, einfach, das ist so die offensive Variante, denn dadurch könnt ihr auch Vestigium des Lichts geben, genauso wie hier oben schon beim, beim Lichtschock. Und die Fähigkeit an sich macht halt mehr Schaden. Also, wenn ihr halt zum Beispiel im Würfel unterwegs seid und ihr wollt die, die Waves mit ein bisschen clearen, dann nehmt ihr Heilige Explosion mit. Wenn ihr defensiv unterwegs sein wollt, nehmt ihr Heiliges Land mit, denn hier könnt ihr mit endloser Anmut auch eure Frömmigkeitsanzeige schneller äh, erhöhen, das ist eure Identität. Sehr, sehr gut. Ihr könnt mit Anmut den Damage des Teams re äh, reduzieren, wenn ihr halt. Das Ding irgendwo auf dem Boden packt. das Ding hält 6 Sekunden, für die 6 Sekunden bekommen alle, die da drin stehen, weniger Schaden. Sehr, sehr gute Fähigkeit, ja, also äh, wählt einfach, was ihr gerade braucht. Braucht ihr Defensive, nehmt ihr das, braucht ihr Offensive, nehmt ihr das. Dann Heiliger Schutz, brauche ich glaube brauch ich nicht sagen. Hier spiele ich äh, erhöhte Be Bewegungsgeschwindigkeit, hier benutze ich Cleanse, um halt die äh, halt Debuffs zu, zu entfernen von dem ganzen Team. Super wichtig, meiner Meinung nach. Und die Heilung, ne? wenn das Schild ausläuft oder zerstört wird, dann heilt ihr. Heilige Explosion hab ich, haben wir gerade schon erwähnt und himmlischer Segen, eine der wichtigsten Fähigkeiten, gibt einen Damage äh, Reduction Buff, Haus von Haus aus, kann äh, Frömmigkeitsanzeige schneller auffüllen, gibt Tapferkeit, was halt nochmal ein Damage-Buff ist fürs Team und absoluter Segen hilft mit der Damage äh, Regen. Als Erweckung spiele ich das Urteil, braucht man auch nicht zu sagen, macht ein bisschen Schaden, aber wichtiger ist, gibt ein Schild für 10 Sekunden, der halt einfach so absolut insane ist. Das heißt, das ist der, die Support-Erweckung. Äh, eben ganz kurz zu himmlischer Segen und Gottes Zorn. Wie gesagt, beide geben einen Damage-Buff. Wenn ich jetzt himmlischer Segen benutze, seht ihr hier gleich ein rotes Schwert und dieses läuft 7 Sekunden. Wenn ich jetzt Gottes Zorn benutze, ist es kein eigener Buff, sondern es ist exakt derselbe. Er heißt halt einfach nur anders. An sich ist es aber exakt dasselbe. Von daher achtet darauf, dass ihr nicht beide Skills gleich nacheinander benutzt, sondern benutzt erst himmlischer Segen. Damit beginne ich eigentlich immer den Kampf. Ich springe mit Aufladen in den Gegner rein. Ich benutze himmlischer Segen, um erstens dem Team den defensiven Buff zu geben und den offensiven Buff. Und dann benutze ich Lichtschock, damit ich Vestigium des Lichts auf den Gegner kaste. Und erstmal ist das ganze Team schön durchgebufft. Und dann gucke ich, ob ich Schilde kaste und so weiter. Wenn der Damage Buff von himmlischer Segen ausgelaufen ist, erst dann benutzt ihr Gottes Zorn, damit ihr halt eine schöne Abdeckung von dem, von dem Damage Buff einfach habt. Kommen wir zu den Karten und hier gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Es gibt zwei Sets, die ihr als Paladin sehr, sehr gut spielen könnt, die super günstig und leicht zu bekommen sind. Das ist einmal Gebietsboss, habt ihr sicherlich schon genug Karten. Und in Kombination mit wohl Waffe. Auch hier. Beide Sets machen exakt dasselbe. Sie geben euch 4% TP. Das heißt, ihr habt einen Haufen Karten zur Auswahl. Ihr habt. Insgesamt 13 Karten, aus denen ihr auswählen könnt, damit ihr einfach nur auf das kommt, was ich hier oben habe. Das ist super angenehm. Ihr wollt einfach nur Max TP erstmal haben, damit ihr starke Schilder habt. Und ich wette, das werdet ihr Ewigkeiten spielen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es so sein wird. Kommen wir nun zum Damage-Bild und das Geile ist, das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Benutzt die Voreinstellung, ja. Also baut euch hier zwei Sets, Support und DD. Dann setzt ihr hier eure Fähigkeiten rein, Fertigkeiten, Voreinstellungen, Ausrüstungsvoreinstellungen, wo ja auch eure Gravuren dann drin sind. Ne? Support-DD, Support-DD. Ähm, bei den Juwelen habe ich keinen Support-DD-Unterschied und bei den Karten auch nicht, nicht notwendig. Und was ihr dann halt macht, ihr könnt dann halt mit Steuerung A oder Steuerung S zwischen den beiden jederzeit hin und her springen. Achtet auf die Fähigkeiten. Ich jump jetzt von dem Support auf den DD-Bild und zack, die Fähigkeiten sind gewechselt, meine Gravuren sind gewechselt, meine Accessoires sind gewechselt. Na, also das ist alles schön. Mit einem Knopfdruck gewechselt. Das einzige, was leider nicht gewechselt ist, ist der Begleiter. Den muss ich dann halt manuell wechseln. Und zack, voila, siehe da die Fähigkeiten und alles ist gewechselt. Kommen wir zu den Stats nochmal. Crit, eben schon angekündigt, ihr wollt einfach mehr Damage machen. Das heißt, hier gehe ich auf Crit, hier gehe ich auf Flinkheit über das Necklace. Ich spiele Richtspruch hier als Klassengravur. Hier möchte ich nicht auch an der Segnung, weil ich ja meistens auch alleine unterwegs bin. Ich will mein Team nicht buffen, brauche ich nicht. Ich möchte aber äh, Heiliger Vollstrecker benutzen. Und ich möchte Heiliger Vollstrecker nicht nur, ich glaube, standardmäßig sind es 10 Sekunden. Mit Richtspruch könnt ihr Heiliger Vollstrecker die Dauer verlängern und zwar verdoppeln. Sehr sehr wichtig, es reicht auch komplett, wenn ihr das halt hier nur auf 3, das heißt, wenn ihr 20 Klassenbücher übrig habt für Gravuren, gönnt euch zumindest die erste, haut das hier doppelt rein, dann kommt ihr hier schön auf auf mindestens auf Stufe 1 und das reicht auch vollkommen aus, mehr braucht ihr nicht. Lasst euch das gesagt sein, verschönnt eure blauen Bücher nicht für Stufe 2, Stufe 3. Stufe 1 reicht vollkommen aus. Ich habe sehr lange nur mit Richtspruch gespielt, ein bisschen Experte hier und da. Ich habe jetzt erst auf T3 habe ich mir für wegen der stumpfe Waffe geholt, für mehr Crit-Damage. Und das in Kombination mit Präventivschlag, wo ich alles Kritte, was volle TP hat und dafür halt auch noch einen Haufen Extra-Damage mache, ist das eine sehr geile Kombo, gerade für Chaos Dungeon Runs, weil wir mit himmlischer Segen, mit Gottes Zorn, mit äh, Schwert des Vollstreckers, mit Aufladen, haben wir viele Skills, die halt eigentlich nur One-Hits sind, ja. Und wenn die halt One-Hitten. Dann könnt ihr da halt wirklich das Maximum rausholen, wenn ihr sowas wie Präventivschlag spielt. Ist wirklich eine sehr coole Combo und gibt euch, euch wirklich einen sehr guten Clearing-Speed. Ja, also ansonsten spielt offensive Dinger, wie ihr wollt. Also ihr könnt auch einfach Groll nehmen, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt Adrenalin nehmen, wenn ihr Bock habt. Ihr könntet sowas wie verfluchte Puppe nehmen, was auch sehr, sehr nice ist auf Stufe 3, Stufe 2, Stufe 3, weil ihr die natürliche Regeneration oder allgemein Heilung braucht ihr in den Chaos Dungeons nicht. Also... Absolut geniale Gravur dafür, also spielt das gerne. Andere link Wieso könnte man spielen. Man könnte präziser Deutsch spielen für noch mehr Crit, why not? Na, also, da habt ihr ein paar Möglichkeiten, um einfach nur euch äh, offensiv zu bewegen. Natürlich alles abhängig davon, ob das ja irgendwie ein Twink von euch ist und ihr schon Gravuren habt oder halt euer Main. Das euer, wenn das euer Main ist, dann würde ich nicht so viel in, äh, erstmal in diese Gravuren investieren, ohne jetzt zu wissen, welche Damage-Klassen ihr in Zukunft spielen wollt. Von daher habe ich mich jetzt erstmal ja, dort über, über die Accessoires gerettet, denn Präventivschlag ist eine sehr günstige Gravur, wenn man sie auf Accessoires holt. Das nur als Tipp, was das angeht. Kommen wir zu den Fähigkeiten. Ihr seht hauptsächlich blaue Fähigkeiten, weil die natürlich geboostet werden, wenn Heiliger Vollstrecker aktiv ist. Dann macht ihr mehr Schaden und die Fähigkeiten haben eine höhere Reichweite. Auch hier, ich spiele Aufladen. Aus demselben Grund, na, also ihr könnt halt äh, das spielen oder halt den, den äh, strahlenden Schutz, wenn ihr halt dann den, den Schild haben wollt. Ich äh, spiele den, den Läuterer, aber, na, also damit ich halt hier auf ein paar mehr Punkte komme, halt auf Schwert des Vollstreckers und Läuterer, damit ich hier auf 10 komme, spiele ich das halt hier nicht. Aber wenn ihr den Schild unbedingt braucht, dann spielt das. Äh, Läuterer spiele ich halt mit Angriffsgeschwindigkeit, mit mehr Damage auf Minions, weil es einfach nur Chaos Dungeons sind äh, hauptsächlich halt niedere Gegner oder mindere Gegner. Und Doppelschmetterer, schmetterer damit man halt immer den Damage-Buff. Da drauf hat, denn dann werden beide Hits zum, äh, ja, als Last Hit gezählt. Schwert des Vollstreckers finde ich persönlich super genial, hat einfach nur einen richtig geilen Clear. Von daher diese Tripods dafür. Justizvollstreckung, gib mir ein Schild, einfach mega geiler Self-Sustain. Ihr könntet auch Runengefängnis spielen. Ich finde das Schild persönlich besser. Erhöhte Crit-Chance, damit sich halt auch verwegen der stumpfe Waffe wirklich lohnt. Und Express Zorn für eine wirklich absolut kranken AOE, wenn ihr die Stoßimmunität haben wollt, nehmt das, ich finde das aber viel viel besser für, für Solo Play. Heiliges Schwert, braucht man nicht viel sagen, Stigmata, Nervenhieb für mehr Crit und Lichtentladung, damit ihr euren Cooldown maximal reduziert, wenn ihr mehrere Gegner trefft. Chaos Dungeons sind immer Massen an Gegner, also Lichtentladung absolut genial, äh, äh, der Tripod hier an der Stelle. Gottes Zorn, hauptsächlich wegen dem Glauben, einfach natürlich AOE, Damage, alles um mich herum. In Kombination mit Präventivschlag super stark, auch wenn es noch nicht gemaxt ist. Und Glauben halt für eine erhöhte Frömmigkeitsanzeige. Ihr habt den Heiligen Schutz, ist klar. Movement Speed, längere Schilddauer, hier brauche ich die Läuterung nicht. Und Eid des Lichts, um mich selbst zu heilen. Wieder Self-Sustain. Und himmlischer Segen, unser One-Shot-Skill, der wirklich alles one shot egal ob ihr Präventivschlag habt oder nicht. Ne, erhöht Frömmigkeitsanzeige, gibt uns selber den Damage-Buff und erhöht einfach den Damage dieses Skills um 300%. Absolut insane, äh, dieser, dieser Skill im, im, im Solo-Bild. Äh, Alitanos Licht ist die Erweckung, die ich hier in dem Bild spiele, denn ich brauche den Schild nicht von Alitanus Urteil. Ich will eher den Schaden, damit ich die Bosse weitestgehend one-shotten kann. Natürlich nicht äh, wirklich, aber äh, in gewissen Situationen kann das schon echt einen richtig fetten Damage raushauen, vor allem wenn es crittet. Also, Alitanus Licht unbedingt spielen, nicht. Alternos Urteil, wenn ihr halt den Solo-Bild spielt. Zu den Karten muss man nicht viel sagen. Hier spiele ich exakt dasselbe auch mit den TP. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wäre es natürlich irgendwann so wie jeder andere DD-Bild normalerweise auch irgendwie auf, auf heulender Felsen zu kommen, dass man hier mit den 7% KT oder halt Crit-Wahrscheinlichkeit auskommen kann. Aber das wird noch ein bisschen dauern, wie ihr hier seht. Aber ja, das wäre natürlich dann schon sehr, sehr sexy. Das heißt, dann habt ihr noch mal mehr Crit-Wahrscheinlichkeit. Aber solange wird euch dieser Bild auf jeden Fall nicht umbringen oder halt ausbremsen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, viel, viel Spaß mit den Builds, denn mir persönlich macht der pala sehr viel Spaß. Man kann schön supporten, man kann solo alles clearen. Ähm, lasst mir auf jeden Fall eure Meinung unter dem Video da, wenn ihr noch Verbesserungspotenzial seht oder ähm, habt ihr selber zwei Builds gespielt bisher mit dem pala oder spielt ihr nur einen Bild? Ähm, wenn ihr den neuen Bild ausprobiert, sagt auf jeden Fall Bescheid. Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.